Achso, hier ist eine Leiche. Ich dachte gerade, ich habe eine Kiste durchsucht. Schon total die Tomaten auf den Augen. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. So, ja, es ist auf jeden Fall hier ziemlich duster, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Verkaufsautomaten hier überhaupt noch... Ach nee, komm, das schaffen wir doch auch so. Da brauche ich jetzt kein Auto-Hack dafür zu verschwenden. Und im Grunde genommen jetzt auch nicht nochmal die Zeit zu investieren, um hier zu hacken. Das nimmt dieser ganzen Szenerie hier auch ein bisschen die Epicness. Und mich nervt das, dass das hier gerade so dunkel ist. Also nicht, weil ich dunkel generell nicht mag, also das auch, aber ich spiele das hier bei Tageslicht und mein Zimmer ist abgedunkelt, aber trotzdem scheint die Sonne von draußen auf meine Lamellen und das killt für mich gerade so ein bisschen die Atmosphäre und ich ärgere mich, dass ich diese Aufnahme nicht zu einem späteren Zeitpunkt gestartet habe. Ja, und ich zögere das schon wieder künstlich hinaus, weil ich gerade ein bisschen aufgeregt bin, ob der Begegnung, die uns da bevorsteht, und ich hoffe, dass wir mit Ryan irgendwie in Frieden auseinandergehen können und dass wir irgendwie miteinander reden können. Und ich hoffe, dass ich wegen dieser Lichtverhältnisse, die hier gerade wirklich sehr suboptimal sind, dass ich hier trotzdem nichts auslasse in Form von irgendwelchen Tonbändern oder so, die ich ja eigentlich möglichst alle finden wollte. Na gut, gehen wir hier mal weiter. Oh, ist das dunkel. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Also muss ich dagegen hauen? Das habe ich immer hier nie begriffen, aber offensichtlich ja. So, und ich habe schon mal vorsorglich, wie ihr vorhin vielleicht gesehen habt, die Anti-MG-Munition angelegt, weil ich ja irgendwie davon ausgehe, dass wir vielleicht, oh Gott, dass ich ja vielleicht gleich gegen ihn kämpfen muss. Okay, wartet mal, irgendwie ist dieses ganze Szenario hier gerade total verstörend. So, okay, wir sammeln erstmal hier alles auf, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Gedankenkontrolle, Test. Oh, guck mal, da ist gleich noch ein Tonband. Oh, T, falsche Taste. Ist das dein Baby? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Soojung. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Sehr schön. Oh nein! Oh nein! Oh, ich liebe Hunde und das tut mir sowas immer so in der Seele weh. Jetzt hasse ich es schon noch viel mehr, als es vorher der Fall war. Und schaut mal. Would you kindly? Wärst du so freundlich, ne? Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Irgendwie ist das ja gerade alles ganz schön pervers. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Soojung, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt. Wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Ich weiß nicht, welches Baby er da analysiert, aber ich könnte mir vorstellen, da das ja auch gerade so ein bisschen stammbaummäßig angeordnet ist, dass wir hier vom Baby sprechen, von Andrew Ryan, weil wir sehen hier Andrew Ryan, ja, Bild, kannst du mal aufhören zu wackeln, und von der Jasmine Jolene, oder wie man die ausspricht, und das hier drunter, das wird dann wahrscheinlich das Baby sein oder das Kind von den beiden, und ja, was hier ist, Soojung und Tannenbaum. Mal Tannenbaum, wurde die nicht immer mit einem N nur geschrieben am Anfang? Ich glaube, die Schreibweise weicht hier irgendwie ab. Und Fontaine und so, was die jetzt hier für eine Funktion erfüllen, das weiß ich irgendwie nicht. Aber irgendwie ist das hier gerade alles total creepy, was hier abgeht. Ich gehe einfach mal weiter und ich bin echt total froh, wenn ich diesen Ort jetzt hinter mich bringen kann oder hinter mich lassen kann oder hinter mir lassen kann. Ja, ich und meine Deutschfähigkeiten in angespannten Situationen wie diesen, das verträgt sich irgendwie in dieser Konstellation nicht. Und ich wette, ich übersehe hier wieder irgendeinen Schacht. Ist hier einer? Den habe ich jetzt wirklich nur ganz, ganz grob erkannt. Ich wette, ich habe jetzt in diesem Bereich hier irgendwas... Ach nee, hier ist doch gar keiner. Aber irgendwie sieht das zumindest aus meiner Perspektive so aus, als ob man da durch könnte, aber dem... Scheint offensichtlich nicht so zu sein und ich zögere das Ganze hier hinaus, weil ich irgendwie gerade etwas verwirrt bin. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Die kommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven?
Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Oh Gott, er ist so nett und er ist so klug und ich bin gerade total verwirrt. Ich glaube, er macht uns gerade alles abspenstig, was wir über unser Leben und über unsere Vergangenheit so in Erinnerung behalten haben. Hallo. Ich würde dir gerne meine Hand reichen, aber das Spiel bietet mir das leider halt. Nicht an. Halt! Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? 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 Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Der Sklave gehorcht! Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, die verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Ich möchte ihn aber nicht töten. Ich verstehe das alles gerade nicht. Ja, also okay, dass ich jetzt irgendwie kein freier Mensch, sondern irgendwie ein Sklave zu sein scheine, das habe ich jetzt irgendwie schon begriffen. Aber warum wollte er denn jetzt durch unsere Hand sterben? Warum hat er uns dazu aufgefordert, ihn hinzunehmen? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich schaue mich jetzt noch erstmal ein bisschen um. Und guck mal, ob ich jetzt hier irgendwas finde. Irgendwie behagt mir diese Situation hier gerade überhaupt nicht. So, okay. Und was ist das für ein Ziel? Verfolgt jetzt, Atlas mit uns. Was hat er davon? Wie geht das mit ihm weiter, wenn wir dann Ryan wirklich umgenietet haben? Und vor allen Dingen, wo bin ich? Selbstzerstörungsunterbrechung? Oder was soll mir das jetzt gerade hier sagen? Soll ich das mal aktivieren? Vielleicht kann ich dann Ryan und auch mich retten? Oh, nein, Nein! Nein, das wollte ich eigentlich... Damit sein, du hast geraten zu mir.
Danke für alles, mein Junge. Vergiss nicht, Ryan schön von mir zu grüßen. Passen Sie auf, Mister! Okay. Okay, okay. Wow, oh nein, nicht schon wieder. Nicht. Ah nein, ich habe noch die Antipersonen mit drin. Die bringen mir jetzt natürlich nicht viel. Ach, Mist, ey. Hier überschlagen sich wieder die Ereignisse so rum eigentlich. Mann, ey. Kommt jetzt die ganze Zeit. Hört das auch mal auf. Ich wollte mich eigentlich noch in Ruhe umgucken. Ich habe mir nicht mal Andrew Ryans Leiche genau angeguckt. Oh, ich bin gleich tot. Auf jeden Fall, hat sich gerade Atlas als Fontaine zu erkennen gegeben und wir sind die ganze Zeit über total verarscht worden und einer List zum Opfer gefallen. Und ich habe ihn aber auch nur ganz schwer verstanden. Das ist auch der Grund gewesen, warum ich die ganze Zeit da so komisch nach oben rechts in die Ecke geguckt habe. Weil man da am wenigsten die Hintergrundgeräusche die ganze Zeit gehört hat. Mann, ey, ich glaube, die kommen jetzt hier die ganze Zeit ohne Pause oder was? Hallo, warum komme ich da jetzt nicht mehr hin? Ach doch, hier rüber. Okay. Ach, ich kann Andrew Ryan gar nicht durchsuchen. Hi! Ach so, du bist auch böse zu mir. Ich dachte, vielleicht wärst du irgendwie auf meiner Seite, aber dem scheint irgendwie nicht so zu sein. So, interessant, wie viele Verbandskästen ich jetzt hier schon wieder verliere. Hallo, was... Ich kapiere hier wieder überhaupt nicht, was abgeht. Ich folge den jetzt einfach, auch wenn ich Gefahr laufe, jetzt hier irgendwas zu übersehen. Hä? Verstehe ich nicht. Musste das jetzt so sein? Diese Atemgeräusche im Hintergrund haben mir gerade den Eindruck vermittelt, als ob das richtig war, hier drauf zu gehen. Und guck mal, wir sind in einem neuen Ort. Oder an einem neuen Ort. Verwende Telekinese, um Gaszylinder und andere explosive Objekte auf deine Feinde zu werfen. Ja, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also nicht allzu häufig, aber immerhin ein paar Mal. Es tut mir alles so leid für Andrew Ryan. Oh. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Okay. Ich habe an dir gearbeitet, während du schliefst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Also, ich muss jetzt erst... Boah. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Okay, also, ich bin irgendwie ein riesengroßes Konstrukt und Experiment und beeinflusst von allen möglichen Leuten und irgendwie alles andere als ein Individuum, weil offensichtlich an meiner Existenz, an meinem Dasein ganz, ganz viele Leute beteiligt waren. Und ja, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Mir geistern gerade gefühlte zigtausend Fragen durch den Kopf. Ist das? Er hat mich gerettet! Irgendwie erinnert mich hier gerade diese ganze Situation ein bisschen an Fallout 3. Ich kann euch nicht genau begründen, warum. Auf jeden Fall frage ich mich auch gerade, wie sich das jetzt hier alles so entwickelt hätte, wenn ich die Sisters immer ausgebeutet hätte von Anfang an. Hätte mich Tenenbaum dann hier auch gerettet und aufgenommen oder wie wäre das Ganze dann hier ausgegangen? Ja, vielleicht hatte ich auch deshalb aus genau diesem Grund am Anfang irgendwie so einen positiven Eindruck von ihr, weil ich ja irgendwie von Anfang an gesagt habe, dass ich sie mag. Vielleicht ist mir das ganz vage im Hinterkopf geblieben, dass sie uns hier irgendwie mal helfen wird. Ja, und was mich gerade... Hallo, ich kann nicht mehr umschwenken. Ich kann nicht auf mein Plasmid umswitchen. Ich will aber die E-Spritze brauche ich ja gar nicht.
Guckt mal, der Teddybär hat auch einen Partyhut auf. Wie putzig. Und lauter Peppriegel, also gesunde Ernährung, sieht, glaube ich, anders aus. Ein Wunder, dass ihr noch nicht richtig fett geworden seid, weil anderes Zeug zu essen sehe ich hier irgendwie nicht. Okay, achso, nee, guck mal, hier kann ich ins Wasser. Hier kann ich ins Wasser. Das heißt, hier kann ich gucken, ob noch irgendwo lustige Sachen für mich rumliegen. Ach nee, nur auf dieser Seite offensichtlich. Ja, ich krieg das alles gar nicht mehr zusammengefasst, weil ich irgendwie immer wieder unterbrochen werde von entweder von Tannenbaum, seinerzeit auch von Fontaine. Okay, die Spritze kriege ich nicht aufgehoben. Alles klar, jetzt wissen wir ja letzten Endes, wer sich hinter Atlas verbirgt. Und ich glaube, wir steuern uns jetzt auf unser... Ja, wir steuern uns jetzt, genau. Wir steuern jetzt auf unser finales Ziel zu. Da ist oh, er. Das habe ich. Der wird uns alle retten. Das habe ich als Kind ich auch immer so gerne gespielt. Total toll. So, Schacht untersuchen. Achso, okay. Wirklich finden tun wir hier allerdings nichts. Oh, hier gibt es so viele lustige Sachen zu durchsuchen. Die Hypospritzen brauchen wir nicht mehr. Irgendwie mag ich diesen Ort. Der ist irgendwie so, der hat was Beruhigendes. Wegen den ganzen Kindern. Guckt mal, die hier klemmt in der Bank. Dass Mama Tannenbaum da nicht kommt und ihr hilft, ist irgendwie bedauerlich. Aber wisst ihr, echt ein sehr braves Kind. Trotz der Schmerzen, die sie erleiden muss, schreit sie nicht wie am Spieß. Wer ist das? Sondern wartet brav, bis jemand kommt und sie da aus dieser Bank wieder rausschneidet. Sehr, sehr brav und gut erzogen. Da hat Tannenbaum, glaube ich, ganze Arbeit geleistet. Ich frage mich auch, ob diese ganzen kleinen Mädchen... Guckt mal, wir sind selbst geduckt. Immer noch zu groß, hä? Okay, das hat mich jetzt perspektivisch etwas durcheinander gebracht. So, ja, ich halte mich hier schon wieder viel zu lange auf, aber irgendwie finde ich das hier gerade alles total faszinierend. Oh. Das war jetzt aber ein ziemlich rabiater Übergang, wie ich finde. Kommen wir auch wieder zurück. Ja, vielen Dank. Kaum verlassen wir den Unterschlupf, macht man die Tür hinter uns zu und lässt uns nicht wieder zurück. Ist okay. Jetzt steckst du also mit Tannenbaum unter einer Decke, was kleiner. Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt... Wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Nein. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Nein, hab ich doch schon mal gesagt. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem. Wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt, ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Hä? Fontaine's was? Wenn du Fontaine's Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Ich will kein Code Yellow, ich will meine Gesundheit wieder zurück. Ich habe viel Adam investiert, um die so weit voranzubringen, wie sie war. Atlas beobachtet dich, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist mir schon relativ früh aufgefallen, liebes Spiel. Diese Erkenntnis, die überrascht mich jetzt irgendwie nicht. Ja, und ich hatte gerade wirklich gedacht, dass er uns jetzt vielleicht sofort irgendwie so einen Agro-Big Daddy auf den Hals hetzt, der uns dann schnurstracks eliminiert. Aber dem war glücklicherweise nicht so. Oh, Kaffee ist eine gute Idee. Ah, toll. Jetzt habe ich meine Munitionsausbeute von 3 auf 2 verringert. Oh, ein Autohacker. Sehr schön. Und den Whisky, auf den verzichte ich jetzt mal. Ich brauche jetzt all meine geistigen Kapazitäten, um diesen Ort jetzt hier irgendwie lebend zu überstehen und hier heil rauszukommen. So, komme ich hier schon durch? Nein, dafür werde ich wahrscheinlich erstmal dieses Lenkrad da aufsammeln müssen. Okay, ich speichere mal sicherheitshalber und schaue mir mal an, wie das jetzt weitergeht. Eine Torkurbel. Und was mache ich jetzt mit der? Achso, das Spiel weist mich wieder freundlichst darauf hin, wo es denn weitergeht. Oh, und ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Bock auf so einen riesigen Kanalisationskomplex, wenn ich ehrlich bin, weil da ist es dunkel und da stinkt und da ist es meistens verwinkelt und überhaupt gar nicht mein Ding. Ach so, halten, so war das.
Ja, also wenn dieses Spiel mir nicht den Hinweis geben würde, dass man auf E halten soll, dann wäre ich hier wahrscheinlich wieder total überfordert gewesen und hätte nicht gewusst, wie ich hier weiterkommen soll. Aber das Spiel ist sehr freundlich, wie ich finde. Ja, und ich sage immer wieder, wenn irgendjemand nicht weiß, was für ein Shooter er spielen soll, weil er daran irgendwie nicht geübt ist, ich finde, dass Bioshock verhältnismäßig einfach ist. Auch wenn jetzt in den letzten paar Minuten oder Folgen einige schwierige, knifflige Szenen mit dabei gewesen sind.